man sieht, habe ich eine Brille auf. Ich muss mich nur noch umziehen und dann ins Bett. Ich habe irgendwie mir zu viel To-Do-Zeug auf meine Liste gesetzt heute. Also, ouch. Ich habe kaum mal gesessen. Ein paar Sekunden, ein paar Minuten oder was, aber dann wieder was gemacht. Naja. Aber es war der erste Tag des Monats. Ich glaube, das muss jetzt jedes Mal so sein. Ich hoffe nicht, dass es dann immer so ganz viel ist. Aber gut, schauen wir mal. Jo. Und es hat nicht allzu viel passiert. Jo. Deswegen melde ich mich nur ganz kurz. Sage, dass eine neue Woche startet. Und ja, mal sehen, was die Woche so passiert, nicht wahr? Mal gucken, wenn ich den Blog bearbeiten kriege. Heute habe ich nichts damit gemacht. Ich wollte eigentlich den Lesemonat hochladen, endlich mal vom letzten Monat, also von Juni. Aber ich habe es immer nicht geschafft. Es ging heute einfach nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja. Morgen ist wieder ein Sportelsetter. Das heißt, morgen komme ich noch weniger als heute. Oh ja. So ist dann wohl. Gibt auch wieder bessere Tage, wo man ein bisschen mehr durchschnaufen kann. Ah, ich muss ein Buch nachher holen, damit ich ein bisschen was lesen kann. Das wäre jetzt gut. Unterwegs habe ich gut gelesen. Ich habe den Graumacher unterwegs gelesen. Liest sich sehr, sehr, sehr gut. Hat auch überall irgendwie eine gute Bewertungen. Also ich bin gespannt. Das Cover ist ja vollkommen schrecklich. Also, aber Ela hat ja gesagt, von hier habe ich das Buch ja, dass ich mich von dem Cover nicht abschrecken lassen soll, dass es ein sehr gutes Buch ist. Und nun lese ich es und bin gespannt. Bis jetzt gefällt es mir wirklich gut. Und das Kätzchen hat die Nacht, also letzte Nacht, an meinem Fußende geschlafen. Fast die ganze Nacht. Ich habe mich dann irgendwann mal bewegt, er ist weggesprungen, weil ich nicht wusste, dass sie da lag. Dann kam sie irgendwann wieder. Und dann bin ich um kurz vor 3:30 aufgewacht, dann lag es immer noch da, ist aber gegangen, dann musste ich aufs Klo und dann lag ich eine Stunde wach. Dann kam sie wieder, dann habe ich mich irgendwann wieder bewegt, dann ist sie wieder weggesprungen. Naja, ständiges Hin und Her irgendwie. Ich bin das halt nicht gewohnt, dass so eine Katze am Fußende liegt und schläft, während ich auch schlafe. Das kenne ich so nicht. Aber ja, das hat sie aber ihren Vorbesitzern auch gemacht. Ja, anscheinend fühlt sie sich langsam wohl. Ja, muss nur noch dieses Anspringen an ihnen. Das macht immer noch Sorgen. Aber ansonsten können die beiden ganz gut miteinander klarkommen, würde ich denken. Ja. Okay. Und jetzt brabbeln hört er telefoniert mit seiner Mutter. Ja, es ist immer irgendwie um die Zeit. Also wir haben jetzt gleich 10:50. Und deswegen gehe ich jetzt auch schlafen. Stück schon drin, ja. Gut, umziehen, schlafen. Also lesen, lange bis er kommt. Gute Nacht. Guten Morgen. Hallo. Wir sind mal wieder hier und wieder fertig. Ja. Also, ich, ja. Ich schwitze ein bisschen mehr als Betty, weil ich auch schon ein bisschen früher da war. Und du schwitzt generell mehr als ich, von daher. Ich bin ja auch ein bisschen schneller. Nein, ich schwitze einfach nicht so viel. Ach so. Dünne Leute schwitzen natürlich. Das habe ich nicht so gesagt. Man, nur dicke Leute schwitzen. Habe ich gesagt. Aber wenn man schwitzt, dann weint das Fett. Ich habe bitte für dicke gesagt, Daniel, immer. Stimmt auch. Ich denke immer, wenn ich schwitze, ist es der Fett, das ganze Fett von mir verliere ich, wenn ich schwitze. Ich nehme mal. Ja, alles, das ganze Fett tropft mir von den Haaren. Ja, ich muss gleich auf der Post latschen. Was wegbringen und vielleicht was abholen, mal gucken, ob was drin ist. Ich bin gespannt. Darf ich was fragen? Deine Freundin heißt Rachel, ne? Ja. Wie komme ich eigentlich darauf, dass ich immer Pamela sagen will? Kennst du eine Pamela? Möglicherweise. Kenn ich die? Möglicherweise. Also auf jeden Fall bin ich völlig irritiert. Also Rachel heißt du. Beauty Color, Beauty Rachel Color. Ich warte auf ein Video. Ein Video, das seit Monaten schon versprochen wurde. Darauf warte ich. Ich habe jetzt am Wochenende erst wieder geguckt. Ist immer noch nicht da. Es sind sogar zwei Videos. Rachel!
Ich finde raus, wo du wohnst. Nein, Spaß. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das dann mal endlich zu Gesicht kriegen würden. Also ich, du kennst es ja. Ja, du ja, warst ja. Ja, von der anderen Seite, ja. Und dann gibt es eine ganze Menge Outtakes. Ich sage nur... Ich gucke immer und denke immer, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt. Nein. Nein. Na ja, gut, sie hat gestern auch eine neue Arbeitsstelle angefangen. Vielleicht liegt es auch da, aber davor war ja auch Zeit. Genau, es ist ja schon eine Weile her. Oh Mann, war das? Na gut, mein Arm wird jetzt langsam. Ich weiß ja, wie es ist. Ein bisschen Übung jetzt. Du hast ja für die Arme hast du ja nichts gemacht da drin gerade. Okay, ich habe nichts mehr zu sagen. Achso. Wir schweigen jetzt still. Und gucken vielleicht auch still. Ja, still. Toller Film. Also ich kann sagen, es ist sehr schön bei einer normalen Temperatur, die man sich selber überlegt und einstellt, zu duschen. Oh, das war ja vorher eine Katastrophe. Jetzt klappt es endlich wieder und es ist so... Ja, und ich habe heute wieder nicht viel gefilmt. Ja, ist halt so. Ich bin ja auch erst, weiß ich nicht, wieder nach Hause gekommen, weil ich vom Sportalter nach Hause gelaufen bin, weil ich ja zur Post musste und dann aus dem Euroshop. Ja. Und ich lese jetzt noch die ersten Seiten in diesem Buch, das ich zusammen mit der lieben Steffi lese. Wir haben beschlossen, ab heute irgendwie demnächst anzufangen oder 50 Seiten immer uns auszutauschen. Und ja, dann lese ich jetzt die ersten paar Seiten. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Also es ist jetzt 22 Minuten vor 10. Ich lese jetzt so lange, bis Daniel kommt und dann geht's ins Bettchen. Genau. Und ich bin müde. Ja, es passiert irgendwann aber auch nichts Spannendes. So irgendwie das... Ich setze immer noch Bücher rein zum Tauschen, Verkaufen, was auch immer. Die ersten zwei sind angekommen. Ich kann die euch ja mal ganz schnell zeigen, wenn man schon mal dabei ist. Ja, ja, ja. So, Sekunde, Sekunde. Dunkel. Ein Augenblick. Habe ich sie hingepackt? Da kommt das Kätzchen. So. Also, einmal den ersten Band von dieser Reihe, wo ich schon, ich habe keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte Band, ich weiß es nicht, kann ich irgendwie der Reihe anfangen. Und ein Rätsel-Exemplar. Das ist verdammt dünn, es hat nicht mal 200 Seiten. Eine Minischrift, eine magische Weltreise, ach, das Zepter von Marco Wagner. Klang sehr interessant, bin ich gespannt. Und ja, das heißt, das kann man dann wahrscheinlich mal so nebenbei lesen. Also nicht nebenbei, aber so zwischendurch. Genau. Und ich lese jetzt Verleumdet und bin gespannt, was mir dieser schwedische Krimi-Thriller, ich weiß es nicht, den wir mitten aus der Reihe lesen, was der mir sagen wird, wie er mir gefallen wird. Übrigens ist der Grammar immer noch sehr gut. Ich habe heute auch wieder weitergelesen und ja, sehr schönes Buch bis jetzt. Also es ist noch nicht wirklich spannend, es passiert noch nicht wirklich viel. Ich habe euch den Klappentext gestern gelesen, weil ich es überall reingepappt habe. Und dann weiß ich schon ein bisschen mehr, als jetzt passiert ist. Aber das macht nichts. Es ist trotzdem noch sehr... Und es hat mit einer Heilanstalt zu tun, was ich auch sehr gut finde. Okay, nun einmal lesen. Und gute Nacht, bis morgen. Habe ich schwedischen Krimi gesagt? Norwegisch. Norwegisch. Da habe ich ja bis jetzt nur... Oder war das eine auch norwegisch? Ich glaube, ich habe zwei... Autoren gelesen. Also Inespö ist klar. Und ich glaube, ein Hauch von Mord war auch norwegisch. Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Und das ist norwegisch. Da habe ich noch nicht so viel gelesen. Ich dachte, das wäre schwedisch, aber nein. Ist es nicht. Und jetzt aber wirklich ich. Ja, ja, ich weiß, ich sitze schon wieder im Bett. Aber es ist einfach der bequemste Platz. Und diese Bettwäsche ist echt genial. Also, die ist hauchdünn eigentlich bloß und so eine richtige Sommerbettwäsche. Die hatten wir sehr günstig bekommen bei Real. Jojo, ich würde jetzt weiterlesen. Ich habe gerade ein bisschen Zeit, nachdem ich alles erledigt habe, was ich erledigen muss. Stimmt gar nicht, fast. Ich muss noch ein paar Sachen passend fertig machen. Einige Sachen habe ich Ausdruck dafür. Ich muss mir noch eintüten und frankieren und dann kann das morgen weg.
Ich lese jetzt hier dann weiter. Ich habe gestern den Prolog geschaut, danach fielen mir die Augen zu. War ja auch schon spät. Ja. Liebsten würde ich es ja auch unterwegs lesen, aber war nicht so angedacht. Aber gut, jetzt lese ich hier zu Hause und den Graumacher unterwegs und dann muss ich mir nach dem Graumacher noch ein neues Buch aussuchen. Weil die anderen, die ich mir rausgesucht habe, die möchte ich nicht unterwegs lesen. Jo. Aber da ist noch weit hin. Also ich habe jetzt beim Graumacher etwas über 70, also 74 Seiten, genau. Nee, 75 sogar. 75 Seiten gelesen. Passt. Ist auf jeden Fall okay. Ja. Mal gucken, wie viel ich heute hier ran schaffe. Hoppala. Ja. Vielleicht schaffe ich ja sogar heute noch die letzten 40 Seiten, bis wir dann besprechen und so weiter. Gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt geht mit dem Buch. Wie lange wir daran sitzen. Kommt ja auch Steffi an. Aber ich habe ja gesagt, dass es kein Problem ist, auch länger dauert und über den Monat hinausgeht. Soll sie da auch keinen Stress machen jetzt, nicht wahr? Sie ist nur mal, ich lese nur ein bisschen schneller als sie meistens. Wenn sie dran ist, kann sie schneller lesen als ich, das wissen wir beide. Aber gut. Ja. Dann ich habe Film. Und deswegen sitze ich auch hier, damit ich mich in Ruhe aufs Buch konzentrieren kann. Und wir haben es jetzt gleich 7:30. Klappt. Guti. Dann fange ich jetzt mal an und gucke, was bei rauskommt. Und mal gucken, ob ich nachher noch was filme oder nicht. Jetzt ist am Ende der Woche ist halt ein bisschen schwierig, weil da passiert nicht sehr viel. Im Moment eigentlich immer das gleiche, jeden zweiten Tag mache ich Sachen, also Bücher und DVDs und was weiß ich, versandfertig, die angefordert wurden beim Tauschen und Verkaufen. Und jeden anderen, wieder jeden zweiten Tag mache ich Bücher fertig zum Auswildern. Also mindestens da sehr viel mit beschäftigt, mit den ganzen aussortierten Sachen, damit die immer wegkommen und nicht nur rumhocken und Staub futtern. Und ich habe ein ganzes Fach mit diesen Büchern voll und im Keller auch noch 200 Kisten. Das muss mal weg, ne? Genau. Und bei der, ich werde heute wieder auswählen, 4 Bücher insgesamt. Und von den 5, die ich bis jetzt ausgewählt habe, waren nur noch 2 da, habe ich das Gefühl. Dann habe ich von außen schon gesehen, dass ein freches Mädchenbuch drin ist. Aber leider habe ich das schon. Schade, dann hätte ich das Buch mitgenommen. Kann man ja schnell weglesen, aber jo. Nun gut, dann fangen wir an. Ihr, ich und, oder, Moment, und Amy. Darf ich mal einen Augen? Die Umarmbrot gibt es heute? Katze! Naja, so ähnlich, aber, ja, klar. Ich würde sagen, es sind Zimtschnecken. Und Leckerlis. Aber, Katze. Mit Streusel? Sag ich doch. Mit Katze. Mit Katze. Naja, also ich meine, Johnny. Oh Mann. Na, Mia-Kätzchen? Oh, ist immer gemein. Du kannst doch nicht knistern und da einfach nichts geben. Guck mal. Ja, oh. Freunde. Ja, Freunde. Schwupp. Was sie macht. Na? Mein Süßer. Ach, du riechst so gut, Kater. Oh, riecht immer Mann. So gut. Wir warten jetzt darauf, dass die Dinger ein bisschen abkühlen und man sie anfassen kann. Richtig? Echt? Ich glaube schon, oder? Was wird das jetzt? Schnippelst du an meinem Knie oder was? Mann. Und ich lese so ein bisschen. Da stand nicht, dass Ruby da mitspielt. Meint diesen Film da. Ja. Ui. Oh ja, das ist eine wunderbare Szene. Oh ja, ey. Und wie ihr vielleicht bei Mini-Augen sehen könnt, bin ich hundemüde. Es ist auch gleich 9. Ich werde mich jetzt schon schlafen legen. Aber guckt mal den Himmel an. Kann man das überhaupt sehen? Warte, ich mach mal hier nicht aus. Ah ja, sieht nicht ganz so schön aus, als wenn es jetzt so. Aber ist voll rot. Ja, Abendsonne. Aber noch nicht mal Licht hier. Ja, ich werde so ein Hörspiel raufklatschen auf den Stick. Und dann geht's in die Reihe. Einfach nur müde. Ich kann nicht immer die aus den Augen gucken. Alles nur verschwommen. Also lesen ist heute nicht mehr. Ich habe es vorhin probiert, aber nach einem Satz oder so habe ich aufgehört, weil. Keine Ahnung. Geht gerade nicht. Ich habe heute nicht viel gelesen. Ah, dann muss auch mal sein. Morgen ist Freitag. Ja,
Wir haben noch einen Ekeltermin-Dings. Und dann ist schön. Ja. Okay. Gut. Sind das alles Bücher? Also ich bin gerade rausgenommen. Und da wollte ich sogar nicht hin. Ach nee, ich bin ja auf der anderen Seite. Ich bin ja auf der anderen Seite. Sind das trotzdem alles Bücher? Jo, alles klar. Also ein Hörbuch, das heute auch nicht verschickt wurde. Und 4 Bücher sind auf dem Weg zu mir. Da wurde gerade angefangen. Ich meine, das ist 1:1 getauscht. Aber es wurden noch 2 Sachen so angefangen mit Punkten. Das heißt, ich habe 2 Punkte mehr. Ich könnte mir immer noch mindestens 11 Bücher aussuchen. Also, jetzt nicht. Aber ich habe vorhin 2 Bücher aussortiert. Seht ihr, das müsste ich auch noch mal eintragen. Ich habe mich dazu entschlossen, die beiden Jules Verne Bücher auszusortieren, weil man kennt es irgendwie und ja. Deswegen brauche ich jetzt nicht mehr lesen. Ich würde noch haben wollen und lesen wollen, aber ich denke mir, nö, eigentlich nicht. Die Geschichte ist ja nicht mehr alt. Oder nicht mehr alt, nicht mehr neu. Oh Gott, ich bin völlig fertig. Gut, das Ding gibt es heute auch nur einen kurzen Abschnitt. Ich bin wirklich müde. Okay. Ich melde mich dann morgen wahrscheinlich wieder. Ich denke, morgen wird vielleicht ein bisschen mehr gefilmt werden. Je nachdem, wann ich dann zu Hause bin. Weil ich erstmal nicht nach Hause fahre, so wie heute. Und ja, gucken wir mal. Ich mache morgen ein bisschen früher Schluss wieder. Und, oh, entschuldigt. Ich weiß halt nicht, wie lange das da dauert. Ich hoffe, es geht schnell. Ich hoffe, wir sind auch schnell mehr weg. Aber ich habe echt keine Lust. Immer roter habe ich das Gefühl. Also das finde ich wieder richtig schön. Da finde ich auch Sonnenuntergang gut. Also wenn es so aussieht, finde ich es gut. Ja. Sieht richtig brennend aus. Das ist schön. Das ist mal schöner Sonnenuntergang. Und trotzdem mag ich lieber Morgensonne generell. Jo, na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt hier fertig und dann geht's ab in die Federn. Ja, der schlimmste Termin für die Woche ist erledigt. Jetzt kann ich ja durchatmen. Und ja, Wochenende würde ich sagen, ne? Ich werde jetzt die... Was ist denn das jetzt hier? Ach ja. Gott. Ich werde jetzt Videos bearbeiten, das hier ist ja ganz viel. Und noch ein paar Bücher reinsetzen und so weiter. Und DVDs und überhaupt. Und Kremsel und... Ja. Ganz viel Zeug und lesen. Ein bisschen. Und was machst du denn da? Und dann mal schauen, was das Wochenende so bringen mag. Ich werde wahrscheinlich viel alleine sein. Weil Daniel morgen in die Garage fährt, glaube ich. Und Sonntag beim Wohnungsputz helfen muss. Ja. Gucken wir mal, wie das so wird. Ja, und unbedingt muss ich Ocean Girl weitergucken. Ich habe jetzt die ganze Woche nichts gesehen. Weil einfach keine Zeit dafür war. Bevor ich meine To-Do-Liste quasi abgearbeitet habe. Und das war alles ein bisschen grob. Egal. Jetzt werde ich erstmal die Videoschnipsel hier drauf drüber kopieren. Deswegen habe ich gestern schnell eine Schnipsel gedreht, damit ich jetzt das machen kann. Und dann gucke ich ja weiter, was ich so heute anstelle, ne? Wir waren einkaufen. Ja, naja. Ich zeige euch gleich mal genauer, was da drin ist. Und nicht nur da, sondern wo ist das andere? Auf dem Balkon, wollte ich gerade sagen. In der Wohnung verteilt. Na klar, natürlich. Ja. Die Wohnung sieht wüst aus. Ja, das will ich auch gar nicht näher zeigen. Nein. Da stehen überall Kartons und Kisten und... Ja, Meter hoch. Meter hoch. Ich schaffe die nicht wegzusehen. Hallo, in der Woche schaffe ich sie auch nicht. Ich mache heute was, morgen was, ne, schön. Mhm. Heute was, morgen was und dann hast du nichts zu tun. Ach, du bist doch blöd, bist keine du doch. Zeit mehr, ne? Ruhig jetzt. Ja. Zum einen gab es 2 Spiele zum Preis von einem. Mastermind ist toll. Und dennoch reduziert. Ja, und dennoch reduziert und oh. Nein. Oh. Da möchte ich ihm ein bisschen Aufmerksamkeit. Und Daniel hat dann auch das ja geholt. Ja. Das ist so ähnlich aufgemacht wie... Moment! Das geht doch mal rum hier. Geht nicht. Keine Lust. Wie? Na? Naja, so ähnlich. In der Mitte ist auch noch irgendwas zum Laufen. Nee, das ist ganz anders aufgemacht. Du hast gesagt, das wäre genauso wie Monopoly. Ist gar nicht. Na, was weiß ich. Ah, hier geht es mit Text. Ach, da kommt die nächste. Ist jetzt endlich mal neugierig, oder? Und das hier ist halt auch noch so ein anderes Monopoly. Also nicht so Standarddings. Und ein bisschen anders.
Na, mal gucken. Wir schauen mal, wie das so ist. War auch reduziert. Alles reduziert. War das auch reduziert? Dein Walking Dead? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Woanders kostet 50 und da hat er 30 bezahlt, oder? 25. 25 nur? War das kostet 50. Das war 30, ne? Das war 30. Naja, okay. Ja, Spiele! Wer spielt mit uns? Hm. Also er spielt schon mal fröhlich mit. Wolltest du auch schon eine Spielfigur raussuchen? Ja, ja, das ist schon mal... Ja, das ist das neueste Geld hier, nur so Kärtchen. Ja. Ach, jetzt wollen wir wie heißt das? Mastermind spielen? Ja. Was ich bei Real auch noch gefunden habe, ist das da. Alle drei Zahnbürsten, die gab es irgendwie noch nie irgendwo. Und die drei Fahrzeichen-Zahnbürste, die hatte ich schon mal. Aber ja, diesmal im Kombipack mit allem, was dazu gehört. Yay! Da soll man ja behaupten, ich hätte einen Mintfarben-Tick. Nein, 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 nein. Ich habe schwarze Schuhe. Bevor das Gewitter kommt, sind wir noch ein bisschen rausgegangen. Jo, mal gucken, was hier uns erwartet. Ein bisschen frische Luft schnappen, wir waren ja heute nicht draußen, ne? Völlig beschäftigt. Und? Neustadt. Willkommen im Obstgarten. Wir haben da Birnen. Da. Birnchen. Da sind die Brombeeren. Und hier haben wir noch Äpfel. Ja, hier kann man es aushalten, oder? Und da sitzt der Daniel. Hier fliegt eine Libelle rum. Die ist voll hübsch. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt habe ich sie verloren. Jetzt ist sie weg. Alle sind... Ach, hier. Na toll. Ein bisschen sieht man sie. Nimm mal hier, Kleine. Hui. Die fliegt die ganze Zeit hin und her. Huch. Naja, ich hoffe, man hat sie ein bisschen gesehen. Daniel sammelt Wildzehrung. Ja, nee, Wegzehrung. Und es regnet übrigens. Eben hat es auch schon geregnet. Dann war es wieder weg. Da hinten wird es schon wieder heller. Tut weh? Brennnessel? Ja. Nein. Kein? Ach, doch nicht. Dornig! Ja. Wir stehen jetzt hier drunter, weil es ein bisschen nass ist. Nass! Was? Ja, ja, bei mir auch. Ja, da. Es regnet! Was machen wir hier eigentlich? Das frage ich mich auch. Nein, ihr habt einen Apfelbaum gefunden. Ah ja. Die roten sind gut, ja? Aha, aha. Hier, Hüsslein. Ja, Moment. Ich habe beschlossen, keinen Apfel zu essen. Rote Äpfel? Schmeckt das? Hm? Apfel. Oh nee. Was ist das? Apfel. Oh. Jo, ich bin ja nicht schon im Weichen mehr zurück. Es hat immer wieder geregnet und wir aufgehört zu regnen. Wir waren nur ganz weit nicht draußen gewesen. Wir gucken gerade um die Ecke. Ha! Gott! Katze! Ich wollte auf den Schrank springen, da kam sie von hinten. Und hat sie hier reingejagt. Mann. Aber er hat sie auch schon wieder gejagt. Also, der wollte auch ein bisschen spielen. Die beiden. Ja. Jedenfalls haben wir vorhin noch Wäsche sortiert. Ja, im Prinzip schon, aber Bettwäsche sortiert. Es konnte jetzt ganz viel weg und überhaupt. Und ja. Weil es kann noch mehr weg, wenn das neue Bett dann da ist und so. Und da haben wir schon mal ein bisschen vorsortiert. Einiges, was nur Einzelbettwäsche war, von mir nach. Als ich noch nicht ausgezogen war. Und danach habe ich die nie wieder benutzt, glaube ich. Oder einmal, bin mir nicht sicher. Irgendwann schon ewig alt. Ja, und wir haben auch beschlossen, dass zwei Schränke, also Kleiderschränke, umgeräumt werden müssen, damit die Bettwäsche rein kann und meine T-Shirts und so weiter anders hängen können. Weil es besser passt. Aber dafür gemacht. Jetzt kommt erstmal hier dann drei Säcke aussortierte Wäsche. Generell aussortierte Wäsche. Wo sicherlich nicht mehr dazu kommen wird. Jo. Dann sind hier noch ein paar Säcke gewaschene Wäsche, die morgen wegkommen. Die Wäsche, die wieder auf dem Bett abstapelt. Warum machen wir das immer? Keine Ahnung. Aber alle beide. Egal. Die kommt in die Wäsche. Das meiste jedenfalls davon. Und ja, dann wieder Wäsche waschen.
und so weiter und so weiter. Dass es morgen auf jeden Fall gemacht werden muss. Und Kisten ausräumen und so. Also morgen werkel ich hier rum. Er macht hier einen Wohnungsputz. Und Hüftburgenvermietung morgen wieder. Und ja, ich werkel dann hier rum. Ich kann sowieso besser sowas machen, wenn ich alleine bin. Deshalb machen wir das gemeinsam irgendwie. Oder haben irgendwie Druck, dass wir das machen müssen. Also so richtig. Oh, morgen kommt jemand, wir müssen aufräumen. Ja. Na gut. Gucken wir mal, wie das funktionieren wird. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen nicht allzu viel gefüllt werden, weil ich da viel rumwerkeln werde. Aber so ist es halt so. Okay. Brauche ich jetzt noch irgendwas zu erzählen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen. Ich habe heute nicht viel gelesen. Ich habe gerade mal ein Kapitel in Wiedersehen mit Mrs. Olina gelesen, was ich gestern angefangen habe. Weil das hier möchte ich ungern am Stück lesen. Irgendwie, es ist halt doch nicht so wirklich meins. Das war mir jetzt einfach klar, dass halt das nicht ganz so meins ist und ich da nicht so unbedingt Lust drauf habe. Die Schreibstil ist gut und sie finde ich auch nicht, wenigstens nicht so naiv, wie ich es erwartet habe. Das ist schon mal ganz gut. Also die Charaktere sind gut, aber es ist halt nicht mein Thema. So, gar nicht. Null. Gut. Trotzdem muss ich es lesen, zum Rezensieren. Ich werde es auch versuchen, so objektiv wie möglich zu sehen, dann in dem Fall. Also nicht, dass es halt mag ich nicht, bla, weil ansonsten ist das Buch ja nicht schlecht. Jo. So, okay. Noch irgendwas? Und recht habe ich schon von der Weile ausgemacht heute. Der wird auch eine ganze Weile, also morgen ja sowieso ausbleiben. Das heißt, werde ich auch nicht abgelenkt werden von irgendwelchem Krempel. Vielleicht mache ich mir auch ein Hörspiel morgen an, dann geht's los hier. Das wäre eine Idee. Ist ja keiner wieder da. Oh je. Gucken wir mal. Wir haben es jetzt 10, kurz nach 10. Vielleicht fange ich auch gleich nochmal mit was an. Und lese nebenbei. Also würde ich Lust auf Schlafen gehen, habe ich eigentlich noch gar nicht. Ich möchte das Wochenende auch wieder ausnutzen, so richtig. Immerhin gehen wir jetzt schon mal ab und zu weiter raus. Einfach hier in den Park und so, das reicht ja schon. Ein paar Schlupf schnappen und so. Heute kamen wir auch mit einigen ins Gespräch, was total lustig ist. Also, es ja, war witzig. Seid ihr öfter hier? Ja, ab und zu mal. Ja, na gut. Hat gefallen. Na, dann sehen wir uns ja wieder. Okay. War schon sehr, sehr lustig. Jo. Na gut, ich denke mal, ich werde das jetzt so machen. Vielleicht mache ich mir wirklich gleich ein Hörspiel an. Vielleicht ist es von gestern Abend. Da gab es 3 Fragezeichen. Gibt's? Und ich schlafe ja immer ein. Logischerweise, ich kenne die Hörspiele also gar nicht komplett. Also ich denke mal, das werde ich gleich anmachen und dann hier noch ein bisschen rumwerkeln. Darauf hätte ich glaube ich tatsächlich Lust. Gucken wir mal. Guten Morgen um 7:30 an einem Sonntag. Wach, weil Telefon klingelte. Boah. Ich dachte schon, es ist irgendwas. Wenn um die Zeit das Telefon klingelt, dann ist es eigentlich nichts Gutes, dachte ich. Aber nein, die wurde abgesagt für heute mit dem Wohnungsputzdingens. Oh, doch ein bisschen später anrufen können. Ein bisschen. Eine halbe Stunde, also in 20 Minuten kriegt eh der Hahn, aber gut. Jetzt sind wir wach. An einem Sonntag um 7:30. Egal. gut, dann hätte ich erstmal so richtig wach. Jetzt gibt es bestimmt gleich Kaffee. Mia lag zwischen meinen Beinen, klingt jetzt total blöd, aber ja, ich lag auf dem Bauch halt und sie lag sich immer so auf der Decke zwischen die Beine, so in die Kuhle. Ja, hab sie voll hochgescheucht, weil ich zum Telefon gerannt bin. Oh, es hat sie gerade genascht. Mia, komm mal her. Na komm. Vielleicht ja, jetzt locken wir beide. Super. Zu wem geht sie? Zu keinem. Das ist konsequent. Das neueste Versteck vor mir. Oh.
erste Tüte ist leer. Dafür ist hier jetzt die ganze Zeit Wäsche. Muss weggeräumt werden. Und die Tüte muss ich noch ausräumen. Und er setzt sich jetzt da rein. Hm. Ja, mach's dir bequem. Ich lese und verlasse mir Gesellschaft. Die zwei. Alle beide. Hm. Daniel ist nicht da. Tja. Ei. Und Schaf? Hallo? Ah. Eigentlich bin ich gerade ins Wohnzimmer gegangen, um das Buch zu holen, was Steffi und ich gerade gemeinsam lesen. Weil sie ist soweit, ich kann weiterlesen quasi. Also wir können weiterlesen, nicht nur ich. Aber ich bin dann auf das Tütchen hier gestoßen. Das sind Spielsteine aus Holz in verschiedenen Farben. Und ich hätte eigentlich schon überlegt, welche zu kaufen. Weil ich ja meine einen Stempel, diese hier, so nicht benutzen kann. Das sind so Buchstabenstempel, ich hole mal einen raus. Die gab es bei Depot. Zu Ostern. Na, Ostern, Hagen. Mal wieder. So. Ja. Und einfach nur das. Dann gibt es dazu dieses Holzklötzchen, man soll das da raufkleben. Wenn ich da was raufklebe, dann habe ich die Buchstaben in der Kombination, also als das Wort oder die Worte und danach nicht mehr. Das finde ich ein bisschen blöd. Das habe ich überlegt, die auf Spielsteine zu kleben. Und ja, wollte ich mir wie gesagt welche kaufen. Das passt. Da steht zwar ein bisschen über, aber das macht ja nichts. Dass man die eben anfassen kann, weil so ist das Stempeln immer. Man hat immer dann so die Finger damit bei und das hat ja hinten schon Klebepunkte. Das heißt, ich brauche einfach nur das Abziehen und draufkleben. Und das mache ich jetzt einfach mal. Doch viel besser. Also wenn das nichts ist. Ding, 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 ding. Und ich sehe, dass da die Ecken so ein bisschen drüber stehen. Seht ihr das jetzt? Ah, Moment. Ist natürlich wieder zu filigran hier alles. Hallo, Mama Schaf. Naja, wie gesagt, da stehen ja so ein bisschen die Ecken drüber. Da sieht man das so ein bisschen besser. Ja, da zum Beispiel. Aber mein Gott, das stört das überhaupt nicht. Hauptsache, das hat irgendwie einen Griff. Dass man das benutzen kann. Ja, sehr schön. Wunderbar. Das mache ich jetzt bei allen. Und dann ist das auch erledigt. Yay! Kennt ihr das? Ich habe das beim zweiten Mal sehen mitnehmen müssen. Habe mir jetzt gerade meine erste Portion, das ist noch nicht umgerührt. Bisschen blass noch. Ja, ich wollte es mal probieren. Karamell-Schokoladengeschmack. Das Mia möchte ich auch probieren anscheinend. Kriegt sie aber nicht. Edgy-Badge. Ja, ich werde gleich nochmal berichten, wie es schmeckt. Also es roch eben in der Packung schon super lecker. Und genau so wie es riecht, schmeckt es auch. Nami. Ich habe gerade überlegt, damit mal einen Grießbrei machen. Das ist bestimmt auch sehr lecker. Ich mache immer so ein Zeug, so einen Trink-Kakao-Krams. Habe ich ja von Kaba in ganz verschiedenen Sorten. Also eigentlich alle, die es gibt. Schon da, damit ich immer verschiedene Geschmacksrichtungen habe. Weil ich mache da, ich weiß, meistens wahrscheinlich Zucker oder sowas da rein. Mache ich nicht. Ich mache nur dieses Zeug da rein, also einen großen Esslöffel von dem von so einem Pulver und ja, Grieß und Milch. Das ist mein Grießbrei. Ja, und da kann man das bestimmt auch reinmachen. Das ist bestimmt auch sehr lecker. Stimmt. Auf jeden Fall schmeckt es sehr, sehr gut. Also kann ich empfehlen für alle, die Karamell und Schokolade mögen und es schmeckt auf jeden Fall nicht so wie dieses Lion, der Lion Riegel, und nicht so wie der dieses Lion Müsli, was ich gar nicht mag. Also das Müsli finde ich blau. Mag ich nicht. Das ist das gleiche, was auch das Eichhörnchen in Müsli ist. Als ich mir geholt habe von Kaufland, das schmeckt genauso und das weiß ich nicht, das mag ich nicht so sehr. Aber das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss meine Milch austrinken und mein Karamell-Kakao-Schokodrink. Wie auch immer man es enden möchte. Toll. So, und jetzt wird endlich weiter gelesen. Zack, zack. Habt ihr auch so eine Kassetten, wo nicht wirklich draufsteht, was drin ist und da drauf ist und die jemand durchhören wollt, ob sie überhaupt noch bleiben dürfen, oder nicht? Okay.
Ja, jetzt habe ich gerade eine Musikkassette gefunden. Manche Sachen sind auch vollgetextet und ach, keine Ahnung. Ich höre die jetzt nach und nach alle mal durch. So. So. Die Woche ist um, wir waren noch ein bisschen draußen. Oh, hier noch frische Luft für heute. Ja, war nicht meine Idee übrigens. Heute Mittag war ich draußen, ne? Das ist wohl wahr. Ja. Ich nicht. Nein, Kellerkind. Wollte ich ja nicht. Dachgeschoss. Ja, Dachgeschoss. Ja. Auf Keller. Ich war nicht mal im Keller. Ich wollte nicht im Keller, aber ich war nicht im Keller. Ja. Und jetzt? Jetzt sagen wir Tschüss für die Woche. Reicht. Reicht? Knülle. Geht. Ich bin eigentlich ziemlich wach gerade, obwohl wir um 7:30 aufgestanden sind und aufstehen ich mussten. Ich nicht. Ach, ich schon. Ich will gar nicht schlafen gehen. Oh, wir müssen schlafen gehen. Ja. Weil um 6 kräht der Hahn. Juhu. Ich hab Spätdienst und stehe um 6 auf. Sehr schön. Musst du ja nicht. Zwingt dich ja keiner. Du wolltest Tschüss sagen. Tschüss. Bis nächste Woche.